So, Freunde, ein guter Lego-Haul muss immer mit einem vollbepackten Fahrrad anfangen. Das ist jetzt natürlich noch nicht alles. Der Postbote muss natürlich auch noch was zu tun haben. Aber das werdet ihr in dem heutigen Video sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Haul-Video, was ich an Lego gekauft habe. Es ist schon wieder ein Haul-Video, das muss man wirklich sagen. In letzter Zeit kaufe ich echt viel Lego, aber das hat auch seine Gründe, denn aktuell ist es so, viele Sachen gehen jetzt gerade EOL, wie zum Beispiel auch dieser Walker, zu dem wir gleich noch kommen. Und das bedeutet, dass viele Läden diese Sachen natürlich jetzt raushauen, um halt Platz für die neuen Sachen, die jetzt von Lego kommen, zu haben. Kann man ja vollkommen nachvollziehen und finde ich auch sehr, sehr gut, denn so sind die Sachen meistens runtergesetzt. Das bedeutet, gib lieber jetzt das Geld aus, wenn die Sachen rabattiert sind, als später dann das Geld auszugeben, wenn die Sachen gerade erst rauskommen und noch nicht mit Rabatt verfügbar sind. Oder wenn ihr halt jetzt die Sachen verpasst und dann halt für mehr Geld das auf eBay oder sowas nachkauft. Das ist immer so mein Motto, deshalb sind es aktuell halt ein bisschen mehr Haul-Videos. Ja, das als kleinen Tipp. Und als ersten Tipp haben wir hier auch einmal den Clone Scout Walker in der 20th Anniversary Edition mit Darth Vader. Von dem habe ich tatsächlich 3 Stück gekauft. Das ist eine Sache, die gab es bei Rossmann. Ja, genau, bei Rossmann gab es die. Denn die hatten die für 18 Euro rausgehauen. Und wenn ihr 18 Euro rechnet, 18 Euro plus nochmal halt die 10% Gutscheine, die Rossmann da noch hat, dann bekommt ihr das jetzt halt für 16,20 Euro. Und das finde ich ist echt ein sehr, sehr fairer Preis. Es sind 40, mehr als 40% sogar für das Set, was eigentlich 30 Euro kostet. Hier ist natürlich kein Kashyyyk Battle Droid mit dabei, wie jetzt halt bei dem AT-AT Walker. Hier ist der Kashyyyk Trooper mit dabei. Den könnt ihr natürlich auch super in jede Armee mit reinmachen. Aber ich finde auf jeden Fall, der hätte hier definitiv eine Armbedruckung verdient. Also ich meine, der hat ja hier überall diese, diese Kashyyyk-Bedruckung und der Arm sieht einfach so, also das sieht ja total dreckig aus, aber das sieht dann nicht dreckig aus, das sieht sauber aus, weil der Arm halt einfach nur grün ist. Dann haben wir nochmal einen Wookiee Warrior mit dabei, endlich mal nicht Chewbacca, das finde ich sehr, sehr gut. Jede Figur von diesem Set könnt ihr halt mehrmals kaufen und hier ist natürlich auch nochmal Darth Vader damit dabei in der 1999er Variante. Es ist eigentlich genau die gleiche Minifigur. Die hat halt nur auf der Rückseite so eine 20 Jahre Lego Star Wars Bedruckung. Ich glaube, das müsste da drauf sein. Da steht dann noch Darth Vader drunter. Schönes Set auf jeden Fall. Und halt der Clone Walker und der Droid sind halt auch nochmal ganz nett. So wie halt, ihr könnt sehen, das 1, 2, 3 Blaster mit dabei. Super Sache. Und halt nochmal diese Waffe von dem Wookiee. Ach so, und dazu habe ich auch noch mal dreimal das Dropship gekauft mit den Imperial Stormtroopern. Und damit ich auch immer Ordnung habe, war ich tatsächlich auch noch mal bei Lidl. Und bei Lidl gab es diese Dinger. Ach, okay, sorry, mein Fehler. War nicht bei Lidl, war bei Aldi. Also bei Aldi gab es diese Dinger. Und zwar sind das Kleinteile-Magazine, die eigentlich dafür gedacht sind, dass da irgendwelche Bauwerker, Handwerker ihre Schraubenteile reintun. Aber der fündige Lego-Fan wird natürlich auch wissen, dass man hier natürlich auch Playmobil-Steine reinbringen kann. Okay, natürlich. Lego-Steine reinbringen kann. Das ist super, super praktisch. Diese Dinger kosten je 7,99 Euro. Jetzt denkt ihr, 7,99 Euro für so wenig Plastik, das geht ja gar nicht. Nein, es ist so, 7,99 Euro für diese Ordnungssysteme ist vollkommen in Ordnung. Also diese Dinger haben wirklich richtig gute Qualität. Ich habe davon jetzt, glaube ich, schon inzwischen 8. Das sind jetzt, glaube ich, meine 10. von diesen Teilen, weil man da einfach super die Steine reintun kann. Ihr packt die Steine hier überall ran, ihr habt hier 2 verschiedene Fächer, ihr habt hier unten noch ein großes Fach, da könnt ihr sogar noch solche Trennwände machen. Und wenn ihr in den Baumarkt geht, dann kosten solche Sachen, also bestimmt 20 Euro, wenn nicht sogar 30 Euro. Deshalb guckt einfach mal bei euch irgendwie im Aldi vorbei. Da gab es die jetzt gerade letztens bei mir. Und natürlich, wenn ihr gerne eine Werkstatt einrichten möchtet, dann könnt ihr natürlich dafür diese Teile auch nehmen. Das ist ja gar keine Sache. Für Leute, die gerne was einrichten möchten oder ihre Lego-Steine endlich mal sortiert haben wollen, sehr, sehr guter Tipp. So, und ich bin auch noch einmal im Lego-Store gewesen. Das Video zu dem, was hier drin ist, werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn das hier online kommt. Aber ich habe natürlich noch mehr Sachen gekauft, als jetzt in dem einen Video zu sehen ist.
Und zwar gab es einmal den Lego Shop at Home Katalog. Den mag ich sehr, sehr gerne und der liegt im Lego Shop auch noch rum. Bei manchen, also müsst ihr halt mal gucken bei euch im Lego Store, ob der da noch liegt. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt das immer mit. Das werdet ihr auf jeden Fall nicht bereuen, denn irgendwann macht es Riesenspaß, einfach mal durch diese Kataloge durchzugucken. Also mir macht das zumindest immer sehr, sehr großen Spaß. Und dann geht es natürlich nochmal weiter mit einmal dem, hier, genau, Hidden Side Drag Racer. Ich habe ein Hidden Side Set gebaut und seitdem, ja, habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust mehr, so ein Hidden Side Set aufzubauen. Ich denke mal, ich würde die Teile für irgendwas anderes benutzen oder so. Könnt ihr hier sehen, Free Interactive App. Das heißt, ihr könnt das auch mit der App benutzen. Das war ja bei der Saftbar nicht so der Fall. Trotzdem klasse Sache hier, dass es extra nochmal in so einem Karton kommt. Dann haben wir noch einmal hier den Brickhead von Donald. Donald, der Brickhead ist jetzt auch verfügbar. Mir ist ja aufgefallen, diese Verpackung, die sind jetzt irgendwie neu. Also hier seht ihr, da ist ein Siegel drauf. Das finde ich ist nicht ganz so schön wie das vorher, wo da halt der Daumen war, weil so guckt halt hier nochmal was raus und so weiter. Trotzdem ziemlich cooler Brickhead, finde ich. Also ich habe ja eigentlich gesagt, ich sammle keine Brickheads mehr, aber die Disney Brickheads, die konnte ich mir dann doch nicht entgegenlassen. Zumal die online schon wieder kurz raus waren, als sie verfügbar waren und so weiter. Ich verlinke die Neuheiten, die ich jetzt gerade hier habe, nochmal unten in der Infobox für halt für den Lego Online Shop. Dann haben wir nochmal hier einen Pick-a-Brick-Becher. Den habe ich nicht ganz optimal befüllt, weil ich musste noch ein Video machen und dann habe ich mir nicht die Zeit genommen, das so super zu machen. Trotzdem seht ihr hier, da sind noch, also ich habe halt hier so ein paar 2x2 Bricks übereinander gestapelt. Die brauche ich noch, denn bekomme noch welche von diesen Minifiguren-Vitrinen, die ich euch schon in dem Staubvideo gezeigt habe. Da kann man dann die einzelnen Minifiguren draufstellen und so weiter. Und da braucht man halt, kann man halt frei drauf was bauen. Und ich baue halt immer solche Treppenstufen darauf, dass ich die Minifiguren halt so nach oben bauen kann. Dafür brauche ich diese 2x1 Steine. Ach, 2x2 Steine. Dann haben wir hier noch einmal den Brickhead von Goofy und Pluto. Pluto hier, Pluto ist es. Pluto mit diesem, diese Indiana Jones Peitsche finde ich eine super Idee. Bin ich gespannt, wie das aussieht. Wobei ich die wahrscheinlich erstmal auch nicht bauen werde. Ich habe keinen Platz, um diese ganzen Brickheads irgendwo hinzustellen. Ich will sie jetzt einfach nur haben, dass ich sie dann halt nicht für teuer Geld bei eBay nochmal nachkaufen muss. Dann haben wir hier einmal den Freiheitsstatuen Brickhead, den habe ich auch nie gekauft. Der hat jetzt auch diese neue Verpackung. Ich glaube, das hatte der vorher nicht. Vielleicht gibt es jetzt zwei Varianten von der Freiheitsstatue. Von der Verpackung her zumindest. Wäre ja mal ganz lustig. Und wir haben noch einmal hier eine Minifigurenserie. Die war runtergesetzt auf 2,80 Euro. Kein Plan, wer da drin ist. Ich habe einfach nur eine genommen, weil ich möchte immer von jedem von diesen Beipackzetteln eine haben. Und die Serie habe ich noch überhaupt nicht angefangen zu sammeln. Dann haben wir noch einmal die ISS. Station und dann habe ich tatsächlich die den Patch, der noch mit dabei war, also dieses kleine Aufnäherteil, das habe ich tatsächlich noch in der Tasche gehabt, deshalb ist es hier nicht in der Tüte mit drin gewesen. Trotzdem, die ISS, ihr kennt das Review jetzt inzwischen schon, nettes Set. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht gebaut, aber ihr könnt euch das Review gerne angucken, wenn euch das näher interessiert. Und zwangsläufig musste ich jetzt auch noch eine Speicherkarte kaufen. Die stand nicht so im Laden, aber meine alte Speicherkarte war leer. Die ist jetzt hier zum Beispiel für ein Mikrofon. Und das Lustige bei den Mikrofonspeicherkarten ist, die dürfen nicht so groß sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 16 GB Karte genommen hätte, dann hätte die nicht für das Mikrofon funktioniert und hätte das Mikrofon nicht aufgenommen. An der Stelle die Frage, soll ich solche Technik-Sachen auch immer im Video erwähnen oder soll ich die nicht im Video erwähnen? Also es gibt natürlich auch spannendere Sachen als eine Speicherkarte, aber habe ich halt auch gekauft. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und wie versprochen kommt hier mein erster Lego Bricklink Haul. Und ob ich das empfehlen kann und ob ich es nicht empfehlen kann, weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, was man sagen kann, ich baue gerade einen Mock, deshalb brauche ich verschiedene Steine. Und hier sind ein paar schon drin. Das bei Bricklink zu bestellen, das ist eigentlich mega, mega simpel. Also wenn man sich da muss man vielleicht einmal irgendwie so eine halbe Stunde investieren, um sich das anzugucken, dann schafft man das auch. Und ich finde, der Shop-Ausgang, der ist genauso simpel wie bei Amazon. Also der ist 100-mal besser als im Lego-Online-Shop und
Ja, gut, falls ihr dazu ein Tutorial haben wollt, ich weiß, da gibt es andere YouTuber, die haben das schon gemacht. Falls ich das auch nochmal für diesen Kanal hier machen soll, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. So, jetzt aber zu Bricklink. Warum habe ich da noch nie bestellt? Nun ja, Bricklink ist eine super Sache, wenn ihr jedes einzelne Teil haben wollt, was es irgendwie gibt. Aber es gibt halt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel im Lego-Store eine Pick-a-Brick-Wand oder sowas. Da gibt es solche Möglichkeiten, sowas günstig zu kaufen. Deshalb hatte ich noch nie so den Drang, bei Bricklink zu bestellen. Ich muss allerdings sagen, meine Tante hat schon einmal für mich bei Bricklink bestellt. Die wohnt in den USA und da war so ein Indiana Jones-Teil, so eine kleine Statuette mit dabei. Die hat sie mir dann bestellt. Sie ist inzwischen leider gestorben, deshalb hat diese Statuette für mich eine große Bedeutung. Nichtsdestotrotz, danke an dich. Und ja. Jedenfalls, wir packen jetzt das Paket aus. Dann kann ich euch auch sagen, was ich davon halte. Das Lustige ist, dieses Paket kommt tatsächlich aus Budapest. Ich habe nämlich noch weitere Bricklink-Pakete eingestellt, die bestellt, die aus Deutschland kommen. Und die sind zum Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier gerade aufnehme, noch nicht mal angekommen. Und das hier war irgendwie, ich glaube, ein Tag, zwei Tage, nachdem ich es bestellt habe, schon da. Also Respekt an den Online-Shop aus, aus Budapest. So, und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, bei Bricklink ist es so, da sind private oder halt kleinere Händler, die halt ihre Steine dort anbieten. Bedeutet, dass es bei jedem Paket unterschiedlich sein kann, wie das Ganze dann aussieht. Hier auf jeden Fall seht ihr, da sind einige Steine schon mal drin. Und ihr seht hier auch, okay, cool. Dann guckt auf jeden Fall den Shop an. Keine Werbung hier, ich habe das alles selber bezahlt. Und ihr seht, das ist tatsächlich sehr ordentlich verpackt. Also alles in einzelnen Zip-Beuteln. Ihr könnt ja schon mal raten, was das hier genau wird, was ich hier bestellt habe. Jedenfalls gefällt mir sehr, sehr gut, wie das hier umgesetzt ist von denen. Und ich bin gespannt auf die anderen Bestellungen. Jedenfalls, ihr könnt sehen, das hier ist gut gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alle Steine sind, die ich auch wirklich bestellt habe. Das werde ich gleich alles nochmal nachgucken. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, also jetzt speziell diesen Shop hier, sieht alles sehr, sehr gut aus. Und wenn ihr halt bei Bricklink generell irgendwas bestellen müsst, müsst ihr halt euch erstmal, wie gesagt, da reinarbeiten. Und ansonsten müsst ihr halt auch in den Shop halt Vertrauen haben. Da könnt ihr halt zum Beispiel auch auf die Bewertungen gucken, wie viele Leute bei diesem Shop schon eingekauft haben. Und dann kann da eigentlich nicht schief gehen. Also ich bin überzeugt davon, wie schnell das jetzt ging. Bei den anderen dauert es wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen. Keine Ahnung, die haben sich wohl sehr, sehr viel Zeit gelassen. Mal schauen und ja, so viel zu dem Fazit von Bricklink und wenn ihr dazu noch ein Anleitungsvideo wollt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid und bis dahin noch einen ganz schönen Tag und ciao.